Die Calder-Ausstellung Avantgarde in Bewegung beschäftigt sich mit Alexander Calder, mit seinem Werk der 30er und 40er Jahre und beginnt mit dem Moment der Abstraktion, also wo Calder angefangen hat, abstrakte Flächen in Bewegung zu versetzen. Es ist das Neue und auch das Ziel der Ausstellung zu zeigen, wie Calder integriert war in die Künstlerschar der 20er Jahre, 30er Jahre in Paris und wie er von den Konstruktivisten, den Surrealisten beeinflusst worden ist und wie er diese ebenfalls beeinflusst hat. Und wir möchten zeigen in der Ausstellung, wie die Kunst, aber auch der experimentelle Film und die avantgardistische Musik Calders Schaffen beeinflusst hat, also wie er seine Mobiles, vor allen Dingen auch seine klangerzeugenden Mobiles in Zusammenarbeit mit Künstlern wie John Cage oder Edgar Varèse entwickelt hat. Wir haben seit 20 Jahren keine Ausstellung mehr über Alexander Calders Werk in einem Museum in Deutschland gehabt. Das ist eine lange Zeit und Calder ist in Deutschland ein wenig in Vergessenheit geraten, wobei er eigentlich für die Avantgarde ausgesprochen wichtig war. Und wir haben ein einzelnes Werk von Calder in der Sammlung, ohne Titel, von 1936. Und das war der Ausgangspunkt aller Überlegungen. Und glücklicherweise ist dieses Werk so vielfältig, dass man verschiedene Stränge seines Schaffens, nämlich sowohl die Stabiles als auch die Mobiles und die klangerzeugenden Objekte, daran festmachen kann. Erstmalig versuchen wir auch Alexander Calder auf zwei Ebenen zu zeigen. Es ist immer besonders schön, wenn man ein Mobile zu sehen bekommt, das beispielsweise im Treppenhaus hängt, an dem man dann hochgehen kann und wo man das Objekt von verschiedenen Perspektiven von unten und oben sehen kann. Das war der Ausgangspunkt für den Gedanken, hier in der Ausstellungshalle, in der Kleehalle, einen begehbaren Steg einzubauen, wo die Besucher die Möglichkeit haben, auf verschiedenen Ebenen den Werken, möglichst natürlich auf Augenhöhe, zu begegnen.